Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Sincera. Wir sind in der Fabrik und schauen uns hier mal um. Niemand darf die Zwergenfabrik betreten auf Siemens. Das ist der nächste große Fight hier. Und genau deshalb habe ich meine Fee mitgebracht. Das ist natürlich die Starkstelle, der ich mich hier gerade anlege. Ich gehe mal auf Eis hier. Aua! Okay, die sind richtig übel. Ich hätte vielleicht nicht gleich jeden meiner Feen opfern sollen. Ich hätte vielleicht einfach mit denen anfangen sollen. Das wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Das ist eine blöde Kuh. Vorne irgendwo. Na, hübsch. Alle Feen geopfert. Jetzt gleich mit der machen sollen. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Aufs erste Mal. Nicht mal Level abbekommen. Mies. Ach, lol. Nichts, die sagen nichts mehr dazu. Na gut. Von mir aus. Vor langen Jahren erschufen Quinlin, der Zwergenmeister, und der Druide, den Wächter. Ein Wesen, halb Maschine, halb Zauber. Seither beschützt der Wächter die Welt der Feen vor den Menschen. Doch die Gesetze der Magie besagen, dass jeder Zauber ein Ende hat. Die Zauberkräfte des Wächters sind heute längst abgelaufen. Seine Magie kehrte sich um und er quält jene, die er schützen sollte. Diese bösen Kräfte des Wächters zerstören Sansara. Die Sagen berichten von einer Heldin, die berufen wird, den bösen Zauber mit zu Bild beenden. Von ihr. Doch was dann passieren wird, das wissen nicht einmal die ältesten Schriften. Tuma den Manga taf Tulam Hau. Ich hab den Stab. Hi, genau dich wollte ich nun. Ist aber nett, dass du mir hier Gesellschaft leistest. Ach nee, warte, ich wollte mit dem. Come here.
Die wollten wir. Die wollten wir haben. Ja. Die wollten wir. Gut. Was öffne ich jetzt damit? Hier irgendwas? Nee. Doch. Nee. Da soll die vielleicht nicht runterhüpfen. Wäre vielleicht ein bisschen dumm. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Was macht jetzt dieser Schlüssel auf? Hier vielleicht? Does this change anything? Was macht der Schlüssel? Irgendein Tor, aber ich weiß nicht welches. Zwergenfabrik. Fixer ist der Eisenschlüssel. Ja, schwerer Eisen. Muss ich in die Ruinen und dann von da aus darüber? Garten der Feen, warte mal, da hab ich doch ein Portal. Nee, ich muss die andere Richtung. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Okay. Da muss ich lang. Aber, da ist der Aufzug. Was ist da sonst noch? Ein Pixie? Sonst noch irgendwas Spannendes hier? Nee? Hehehehe. Sie verarschen eigentlich. Dankeschön. Wo geht's denn da hin? Schon wieder nach oben? Aber. Schon wieder Metallfeen. Oder? Tatsache. Und mein Eisbär ist fast tot. Okay, die hätte ich vielleicht auch heilen können. Ja, voll blöd. Voll blöd. Ach naja. Und ich töte mich mit dem letzten Schuss, ohne zu treffen. RIP, das ist mein Tod. War, Alter. Mit einem Leben. Mit einem Leben. Okay. Ist recht. Mit einem Leben her. Schön. Können wir das jetzt bitte alles wieder heilen hier? Das ist aber nett.
Halt. Ja, jetzt so. Bin schon richtig gut? Na hübsch. Echt jetzt. Okay. Aber ich muss sagen, dass das jetzt relativ schnell ging und ich glaube, wir müssen wieder zu dem Zwergenturm, um dem Typi diese Dings zu geben. Ich glaube, ich bin hier durch dann. Soweit, oder? Schade, ich wollte eigentlich das Ding haben. Na gut, na gut. Oder? Schon. Also wird mir einfach gar nichts gesagt. Okay. Schade. Der Typ da wollte nämlich das Zwergenwerkzeug. Auf gar keinen Fall. Ja, okay, ich versuch's. Okay, ich versuch's. Ich versuch's einmal. Ich weiß ja nicht, ob in der Kiste was Wichtiges ist. Wahrscheinlich nicht. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon. How? Hass. Absolute pure Hass, den ich hier empfinde. Weh, das ist jetzt nichts Wichtiges. Oh, okay, das ist wichtig. Das war wichtig. Sehe ich ein, sehe ich ein. Wir werden jetzt in der Zwergenwelt dahin gehen, wo die bösen, bösen Feuerfeen sind. Und dazu brauche ich Wasser oder Licht oder Dunkel oder Metall. Ich hole die Metallfee dazu. Wechsel die einmal in London. London City. Aber ich brauche die Feuerfee auf jeden Fall, weil die muss mich ja beschützen. So ist das. Ich brauche auf jeden Fall die. Und will meine neue Metallfee mitnehmen.
im Austausch gegen meine Luftwehr, aber ich weiß nicht, ob ich die brauche zum Hüpfen. Naja, ich tausche sie mal. Ich muss jetzt wieder hier hin. Ja. Ich muss die Metall für E-Skillen. Die brauche ich fürs Endgame. Ich weiß gar nicht, warum meine Naturfee auch biegen und brechen. Mitnehmen lassen will. Warte mal, du wolltest doch auch noch Werkzeug, oder? Ach Quatsch. Ich mag die offensiven Sprüche. Eigentlich die passiven Sprüche. Hoppala. Okay. Naja, ist ja wurscht. Alter. Naja, vielleicht später mal. Okay. Na gut. Jetzt können wir aber hier rein. Und hier sind hoffentlich nach... Ach ja, schau mal. Aufzug unter die Erde. In diesem Sinne, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht's dann natürlich hier unten weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.